Moin Leute, Timex hier. Heute gibt es den allerersten Stadion-Vlog. Die Leute haben ja ganz hitzig diskutiert. Einige waren richtig sauer. Das merkt man hier auch. Ich habe noch nie so sehr Leute gespalten. Es kommen wahnsinnig viele, die freuen sich, dass ich einen Vlog mache, wollen Fotos mit mir. Ultra cool. Die anderen rufen die ganze Zeit Hurensohn und werfen Müll. Das ist auf jeden Fall der Kontrast drin. Micky ist heute auch dabei. Ich bin mit dabei. Natürlich bin ich mit dabei. Der Schal und die Cap, beides 25 Jahre alt, richtig geil. Ja. Mein Bruder macht ein paar Aufnahmen, ich mache ein paar Aufnahmen. Mal gucken, was man mitnehmen kann. Micky macht auch einen Vlog, schaut da auch sehr gerne. Auch Aufnahmen. Vielen Dank. Ab geht's zum Spiel. Man musste komplett in Blau kommen. Deswegen hatte ich keine Hose, deswegen habe ich eine Badehose angezogen. Micky hat auch sehr geil sogar hier unten. Ich war heute noch beim Verbandswechsel, dann kommt sie mit Rot und sag ich, oh nee, das geht nicht rot. Und neben mir war ein Typ, der war so 50 oder sowas und da kam die Ärztin rein und meinte, wir brauchen das blaue Band, auch ein HSV-Notfall. Da war ein Typ neben mir mit gebrochener Hand, der auch heute im Stadion ist und alle wollen blau. Achso, und hier noch zu den Tickets. Ich habe keine Tickets gekauft. War fail, dass ich gesagt habe, ich will teuer Tickets kaufen. Ich habe ja Tickets bekommen von einem Bundesliga-Partner, so Rare, also auch ein Partner von Chef Strobel, der die Kontakte hergestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Deswegen ist Niki dabei, Micky, Selina. Tickets. Und ich habe mir Tickets organisiert, wir haben dafür nichts gezahlt und ich würde sagen, jetzt gehen wir langsam los. Ich habe Bock mit den ganzen Leuten hier, aber ich habe auch ultra Bock aufs scheiß Stadion, muss man sagen. Jetzt hast du mir gerade gegeben. Was hast du noch? Kurze. Ey, wir haben Karten mit 1500 Tabauter. Weiter. Wie geil findet ihr Trimax? 10 von 10! Wie geil findet ihr Trimax? 10 von 10! Was ist? 10 von 10! Ja, sagst du. Du bist der Vlogmacher, verstehst du das? Wie denn? Und du machst einen geilen Vlog! Iggy! Wer sind die Besten? Micky und Trimax. Und du, Digga. Danke, Mann. Wir haben Foto. Im Laufen! Ihr seid die Besten, Alter! Nur der HSV, Alter! Und hier regiert der HSV! Und hier regiert der HSV! Wir sehen uns im Stadion! Alle sagen, wir sehen uns im Stadion! Wir uns hey, Timing! Du bist der Beste! Alle du, auch beste Mann! Wechselfalter! Der spielt gar nicht! Du bist der Geilste, Alter! Es ist schon geil, Trimax zu treffen, aber wie geil ist es, Trimax in HSV-Klamotte zu treffen? Tausendmal geiler! Okay, willst du was sehen? Ja. Halt fest. Apple macht wieder so. Warum macht er schon wieder so? Wieso kannst du das? Wie das Kette? Mach nochmal, nochmal. Bester Moment meines Lebens, Alter. Ich liebe Trimax seit 5 Jahren, Alter. Ich bin so dabei. Ohne aber Scheiß, ernste Frage. Ist schon geil, Trimax zu treffen. Aber wie geil ist es, Trimax in HSV-Trikot zu sehen? Junge! Trimax! Achtung, der Kameramann ist im Scheiße getreten. Oder war das? Ich bin gar nicht! Wir werden die neue Fußballmannschaft, die wir machen, ne? Das sind zwar 14 Streamer, aber die haben nicht immer Zeit. Der Rest der Fußballmannschaft ist das hier, wer gerade hier versammelt ist. Wir werden alle zusammen Kreisliga spielen, das wird sehr geil. Mach mal was Cooles. Sieht mega geil aus gerade das Bild. Was soll ich machen? HSV! Sag mal, HSV! Ja. HSV!
Warum muss ich im Thumbnail was sagen? Ja. Das sieht geil aus, das Thumbnail. Einmal noch fürs Thumbnail, sag mal noch mal was. Achso! Ohne mich! Ohne mich! Das ist unser Rechtsverteidiger übrigens. Nein, ich bin Linksfuß. Aufbau. Und das wird Alexander wird mich ganz viel bedienen in der Mitte. Bedienen? Im Schulter- und Hüftbereich besonders. Boah, was? Bier lang! Alter, der feiert den Song! Stopp! Hast du nicht deinen Finger vor der Kamera? Nie, okay. Hast du deinen Finger vorm Alkohol? Ja. Jungs! Alter, Micky, wie geil! Ach so! Jungs! Rein hier jetzt, Alter! Ja. Micky, was verteilst du hier? Kurze! Ich verteile kurze! Komana! Sag mal, du heißt nicht Lukas mit Vornamen, oder? Ich heiße Lukas. Warte mal. Du hast eine Schwester? Ja. Nein! Doch! Waldorfer Straße? Ja! Ich geh tot, Alter. Niemals! Doch, nein! Woher kennst du sie? Waldorfer Straße. Wie geil, dass wir uns hier sehen! Das ist für Lukas! Warum kennst du nicht meinen Bruder? Ich kenn deinen Schwuder. Meine Schwester. Ja, die kenn ich doch. Aber warum kennst du nicht meinen Bruder? Auf der Arme, immer auf. Alter, ich hab so Bock. Wahnsinn. Ey, wir müssen dahin. Auf die andere Seite, du Assi. Nein, doch. Los, wo müssen wir hin? Auf die andere Seite. Du musst doch schnell aufs Klo. Komm mit. Du musst auch was rum? Ja. Komm. Aufs Klo. Mach die Kamera aus. Viel Spaß euch! Bist du HSV-Fan? Bist du HSV-Fan? Ist alle HSV-Fan im HSV-Trikot? Bist du HSV-Fan? Fragst du noch? Jawohl! So, ich hab meinem Bruder jetzt mal das Handy wieder weggenommen. Super, Hockenkunde! Es geht jetzt los. In 4 Minuten ist Anpfiff. Das ist so geil. Ich hab so Bock. Wir haben Micky verloren, aber die finden wir schon wieder. Hamburg kommt gar nicht rein. Gar nicht. Keine Chance. Zweite Halbzeit. Dann machen wir das mit ihm. Das denn? Beide Mannschaften spielen gerade schlecht. Aber HSV gewinnt das. Auf jeden Fall. Das war knapp. War nicht knapp. 76. machen sie das 2-1. Welche Minute? 76. 71. Hey, wie kann der reingehen aus der Position? Ich weiß nicht, ob HSV es packt. Also sie kommen erstmal safe in die Verlängerung und die gewinnen auch noch. Es ist gut, dass sie 2-1 hinten liegen. 2-0? Ja, 2-0, aber insgesamt 2-1. Dann macht der Sieg noch viel, viel mehr Spaß und der Aufstieg. Sieh zu und genieße. Passiert nichts.
nach jedem Foul liegt 10 Minuten auf dem Platz. Die wechseln 7 Mal. Wenn der Torwart Abschluss hat, braucht er 5 Minuten, um den Ball zu schlagen. Das verstehe ich nicht. Der 60. war der Ball nur noch im Aus. Das ist ja richtig scheiße. Was ist das, Micky? Das ist richtig scheiße, ist das. Was ist das für Scheiße? Scheiße, Micky. Sechs Minuten Nachspielzeit. Verdient wären 11 Minuten. Albtraumzeitspiel. Das Ding ist durch. Das Spiel ist verloren für Hertha. Die Einstellung gefällt mir. Ist gut? Ja, so in der 95. Minute sagen, die können nur verlieren. Können die nur verlieren? Ja, der kann nur verlieren. Die haben Relegationsabstiegsspiel. Abschließende Worte. Gibt keine. Abschluss. Ich fass es nicht.